Liebe Silke, wir haben über das Thema Augenhöhe, Organisation der Selbstorganisation gesprochen. Warum ist das eigentlich wichtig? Ich glaube, Selbstorganisation ist wichtig, weil unsere Unternehmen immer mehr mit Komplexität konfrontiert sind und die alten, sagen wir, lange nützlichen, funktional hierarchischen geteilten Organisationen einfach an ihre Grenzen stoßen. Das ist so das eine. Also ich bin auch vom Herzen her Ökonomin, dass das wirtschaftlich wichtig ist. Aber wir haben es eben auch in einem kleinen Experiment gemerkt, wie sehr Menschen lieber selbst organisiert arbeiten, weil sie beitragen können und nicht dastehen und warten müssen, bis jemand sagt, was sie tun sollen. Ich kann mir vorstellen, das bedarf eine enorme innere Reife von allen Beteiligten und ganz, ganz viele emotionale Fähigkeiten auch. Wie kann man das hinkriegen? Also eine ganz einfache Antwort darauf ist üben, üben, üben. Miteinander in Austausch gehen, viele Möglichkeiten zu schaffen, in Reflexion zu gehen. Das ist in der Tat so, es ist noch ein persönlicher Prozess. Und weil das so wichtig ist, haben wir mit Augenhöhe ja sogar eine ganze Ausbildung geschaffen, wo man das ein bisschen üben, trainieren und für sich entdecken und entwickeln kann. Welche Rolle spielen dann noch klassische Führungsverantwortlichkeiten, Regeln und Prozesse? Also ich glaube, überall da, wo Aufgaben sehr vorhersehbar sind, da kann das gern so bleiben, wie es ist. Ja, aber wir haben halt Bereiche in Unternehmen, in denen sind die nicht vorhersehbar. Und da hindern sie uns eher dran, wirklich konstruktiv und auch in Antwort auf die Umwelt gut arbeiten zu können. Wie können wir klein anfangen? Ja, indem man guckt, wo ist es eigentlich sowieso schon so, dass die Leute sagen so, wir müssen das irgendwie anders machen und ich würde gerne, also geh mit der Energie, nutz diejenigen, die schon wollen. Ich war gerade die Woche bei einem großen Pharmaunternehmen, wo mehrere Führungskräfte das mit ihren Teams schon gemacht haben. Ja, und wenn ein paar schon was ausprobiert haben, dann sollen die mal drüber reden. Ja, und wenn man denen dann eine Bühne gibt und sagt, ihr erzählt drüber über eure Erfahrung, dann breitet sich das eigentlich von alleine aus. Also tu Gutes und sprich darüber, so wie wir das heute getan haben. Vielen Dank. Gerne.